Da haben wir ein paar Tierchens, die Dromedare. Und brauchen wir mal ein Foto. Bing. Okay. So, also, dann wollen wir die Ansicht von oben wieder nehmen. Aber ehrlich gesagt, gefällt mir die Kamera absolut nicht. So gelb ist so gelb. Ja, gut. Ah, man kann auch mit Taste G dann in den Modus wieder wechseln. So. Wechseln Sie zu Ihrer Sichtkarte, indem Sie links in der Absteuerung auf die Schaltfläche Ansicht von oben klicken. Links in der Absteuerung auf die Schaltfläche Ansicht von oben klicken. Falsch. Überall eigentlich. Ja, gut. Also die Übersichtskarte. Aha. Auf der Übersichtskarte sehen Sie das gesamte Layout des Zoos. Sie können schnell von einem Ort im Zoo zum anderen wechseln, indem Sie auf eine beliebige Stelle in der Übersichtskarte klicken. Klicken Sie auf das Häkchen in diesem Fenster, um fortzufahren. Machen wir doch glatt. So, was haben wir denn hier Schönes? Übersichtskarte. Über die Kartenlegende können Sie verschiedene Objekte auf der Karte ein- und ausblenden. Klicken Sie auf die Schaltfläche X in der unteren rechten Bildschirmecke, um die Übersichtskarte zu schließen und zum Spiel zurückzukehren. Okay, hier haben wir noch Karte exportieren. Klicken Sie hier, um eine Kopie dieser Karte nach HTML zu exportieren, um sie für andere Zoo-Tycoon-Spieler freizugeben. Okay. Was haben wir denn hier? Das ist mein Standort, also ist hinter dem Gehege, alles klar. Also hier haben wir Dromedare. Hier haben wir Nilkrokodile. Was ist das? Ach, ein Elch ist das. Das Blaue ist also das Wasser. Dann gibt es noch Wege, das sind die hier. Zäune. Ja gut, die sind nur schlechter zu sehen, also die stehen hier drumherum. Weil es die Jahre meint, das Zahn. Genau, sein Gebäude. Da haben wir hier Eis, Zugarbeiter, Erfrischungsgetränke und kleine Toiletten. Und das ist der Zoo-Eingang. Da war die Tiere auch okay. Zoo-Lexikon Unterhilfe. Klicken Sie auf die Taste F1, um das Zoo-Lexikon zu öffnen. Dann gucken wir doch mal. Gut, das Zoo-Lexikon enthält Informationen zur Spielsteuerung und zu den Tieren und Objekten von Zoo Tycoon 2. Drücken Sie die Taste F1, um das Zoo-Lexikon zu öffnen. In einigen Fenstern können Sie auf eine Schaltfläche mit einem kleinen lila Buch klicken, um direkt die Seite für dieses Objekt im Zoo-Lexikon aufzuschlagen. Klicken Sie zum Schließen auf die Schaltfläche X oben rechts. Also hier mal Tiere. Hier kann man sehen, was. Ulla weiter. Ist ja etliche Tiere, was es hier gibt. Okay, Forschungslabor für ausgestorbene Tiere. Anreiz für Tiere. Abwehrspielzeug bei und so weiter und so fort. Willkommen. Information Senkata. Anreiz der Tiere, Definition und so weiter. Ah, ja. Futternäpfe. Tierkadaver. Ja, ist lecker. Wälder in Form eines künstlichen Meeresfrogs. Okay. So, das war die Encounter werden wir bestimmt noch mehrmals sehen. Gut gemacht, damit ist das Lernprogramm zur Spielsteuerung beendet. Im nächsten Lernprogramm lernen Sie die Bautechnik kennen. Klicken Sie auf das Häkchen in diesem Fenster, um fortzufahren. Damit ist das Lernprogramm zur Spielsteuerung beendet. Im nächsten Lernprogramm lernen Sie verschiedene Bautechniken kennen. Klicken Sie auf das Häkchen unten rechts, um mit dem nächsten Lernprogramm fortzufahren. Wenn Sie zum Hauptmenü zurückkehren möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche X. Gut, mal würde ich sagen, machen wir gleich das nächste Lernprogramm und bauen. So, und Ladebildschirm. Doch, so läuft da. Ich hoffe, das ist später im Dings zu sehen. Okay, im folgenden Lernprogramm. Lernprogramm 2 bauen. Im folgenden Lernprogramm lernen Sie die Grundlagen der Bautechniken kennen. Insbesondere den Aufbau eines einfachen Geheges, das Gestalten eines, eines Geländes, das Hinzufügen von Tieren und das Reflektieren von Wegen und Gebäuden. Für die Besucher. Los geht's. Klicken Sie auf das Häkchen in diesem Fenster, um fortzufahren.
Entschuldige bitte, dass ein bisschen das abgelenkt war, aber ich hatte wegen der Dromedar, ja. Wiederverwertung. Wählen Sie auf die Schaltfläche Objekte und Gebäude wiederverwerten aus. Okay. Sehr gut, mit dem Wiederverwertungstool können Sie unerwünschte Gegenstände aus dem Zoo entfernen. Klicken Sie auf das Häkchen in dem Fenster, um fortzufahren. Suchen Sie den einzelnen Baum innerhalb des rechteckigen Bereichs, der von einem Weg umgeben ist. Als Markierung sehen Sie ein in den Sandgemälde 6. Der Affenbrotbaum befindet sich genau in der Mitte dieses Bereichs. Klicken Sie auf den Affenbrotbaum, um ihn jetzt wieder zu verwerten. Okay. Ich hoffe doch, der wird dann. Oh, 48 Euro müssen wir dafür bezahlen. Ne, haben wir bekommen. Okay. Gute Arbeit. Für vier verwertete Gegenstände bekommen Sie Geld zurückerstattet. Allerdings nur einen Teil des ursprünglichen Aufpreises. Denken Sie daran, dass Tiere nicht wiederverwertet werden können. Versteht sich eigentlich von selbst. Ja, kommt drauf an. Pferde könnte man ja essen. Gut, Häkchen klicken wir zum Fortfahren. Rückgängig. Hoppla, diesen Baum hätten wir gerne behalten. Wir können ihn aber zurückbekommen. Klicken Sie ein, schnell auf die Fläche rückgängig, um die Wiederverwertung rückgängig zu machen. Okay, gut gemacht. Sie können als nächsten Schritt rückgängig machen. Das ist sehr nützlich, wenn Sie einen Fehler gemacht haben oder feststellen, dass Ihnen eine Änderung nicht gefällt. Beachten Sie, dass Sie lediglich den jeweils letzten Schritt rückgängig machen können. Außerdem wird dadurch jeder Schritt rückgängig gemacht, auch die Platzierung eines Tiers oder einer Geländegestaltung. Gut, Häkchen klicken und fortfahren. Also mit der Schalttaste kann man alles rückgängig machen, aber zumindest den letzten Schritt rückgängig machen, den man gemacht hat. So, es wird Zeit mit dem Bauen zu beginnen. Öffnen Sie das Fenster Einlage, indem Sie die Schaltfläche Einlage klicken. Einlage. Das Fenster Einlage benötigen Sie, um Zäune, Wege, Zugebäude, Ausstattungsobjekte und andere künstliche Objekte im Zooplot zu platzieren. Klicken Sie auf das Häkchen in diesem Fenster, um fortzufahren. Zäune, Modus für freies Spiel, was haben wir hier? Wege. Gebäude, Ausstattung, wie Bänke, auf einmal verbundene Statuen und so weiter, Transport. Ah, Ötewege, Bauen von Becken, Schuh- und Beckenobjekte, okay. Tue zur Platzierung, eckige Zäune, na gut. Zäune sind das gebräuchlichste Mittel, um ihre Tiere in den Gehegen und Besucher draußen zu halten. Klicken Sie dann im Fenster für den Graf von Zäunen für die Schaltfläche zu platzieren. Rechte ja Zäune. Okay, müssen wir hinten. Ach, da. Tue zur Platzierung Rechteck ja Zäune. Mit der Rechteck-Tue können Sie leicht ein geschlossenes Gehege bauen. Klicken Sie auf das Häkchen fortzufahren. Okay. Zäune kaufen. Huch. Tor für Mitarbeiter. Ach so. Suchen Sie den rechteckigen Bereich, der von einem Weg umgeben ist. Das ist derselbe Bereich, in dem Sie soeben den Affenbrotbaum ersetzt. Setzt haben. Ich habe ihn doch nicht ersetzt. Erstellen Sie jetzt einen gesäumten Bereich. Wählen Sie zunächst den Beinstrahlzahn aus und klicken Sie dann auf den Boden, um die Ecke des Zahns zu verankern. Wählen Sie die Maßregel, um eine Voreinsicht des eingezäunten Bereichs zu erhalten. Klicken Sie erneut, um den Zahn zu platzieren, gestalten Sie einen eingezäunten Bereich, der ähnlich so groß ist wie der rechteckige Bereich. Also Zaubermaschstrahlzahn. Aha. Man will es hier verschieben. Hallo? Ja. So, für 4.200 Euro. Wählen Sie die Maßzeige, um eine Voreinsicht des eingezäunten Bereichs zu erhalten und klicken Sie erneut. Ach so.
Okay, sehr gut. Jetzt haben Sie eine einfache Umzäunung. Später können Sie auch den Modus zur Platzierung achteckiger Zäune ausprobieren. Um Zäune in achteckiger Form zu bauen oder Sie verwenden den Gummizahnmodus, um einzelne Abschnitte zu platzieren. Klicken Sie auf das Häkchen in diesem Fenster, um fortzufahren. Jetzt muss ein Tor hinzugefügt werden. Wählen Sie das Tor für Ihren Mitarbeiter aus und platzieren Sie es über den eingezäunten Bereich, den Sie gerade gebaut haben. Die Voreinsicht für das Tor wird angezeigt, wenn sich der Maßzeiger über dem Zahn befindet. Klicken Sie einfach mit der linken Maustaste, um das Tor an dieser Stelle hinzuzufügen. Gut, so, den bauen wir hier, ja, hier in die Mitte. So, Sie sollten sicherstellen, dass Sie einen umzäunten Bereich die Tore haben, damit Tierpfleger hinein können und die Tiere pflegen können. Momentan verwenden Sie nur den Maschendrahtzaun. Es gibt jedoch viele weitere Zahntypen. Das Tor für Mitarbeiter können automatisch an alle Zahntypen verwendet werden. Klicken Sie auf das Häkchen, um dieses Fenster zu schließen. Ja, ist ja klar. Wenn ein Trommeldor oder so, sonst was, oder von nur was, da reicht der Maschendrahtzaun nicht mehr. Ausstattungsobjekte. Klicken Sie auf Ausstattungsobjekte, um das Fenster für den Kauf von Ausstattungsobjekten zu öffnen. Hier finden Sie nützliche und dekorative Objekte, mit denen Sie den Zaun ausstatten können. Was ist denn das? Ein Spendenkästchen. Na, ich hoffe, es gibt noch mehr dazu. Normalerweise werden im Fenster zum Kauf von Ausstattungsobjekten viele Objekte angezeigt. Jetzt haben wir nur die Auswahl, aber auf ein einziges Objekt beschränkt, auf das Spendenkästchen. Klicken Sie auf 16, um fortzufahren. Sie haben ein Spendenkästchen ausgewählt. Ziehen Sie die Maus auf die entsprechende Stelle, um eine Voreinsicht anzuzeigen. Wenn sich ein Gegenstand auf dem Mauszeiger befindet, können Sie ihn mit den Tasten Punkt und Komma drehen. Achten Sie auf den grünen Pfeil, der auf das Spinnkästchen zeigt. Dadurch wird die Seite des Spinnkästchens angezeigt. Aha. Ach so. Angezeigt, auf die Besucher zugehen. Dadurch wird die Seite des Spinnkästchens angezeigt, auf die Besucher zugehen. Stellen Sie sicher, dass diese Seite nicht durch andere Objekte blockiert wird. Klicken Sie hier, um das Spinnkästchen neben den eingezäunten Bereich aufzustellen. Sie sind zuvor haben. Ach, jetzt kann ich den Bildschirm verschieben. Schön. Okay. Wo wir jetzt mal hin? Ach so. Gut. Ach, hier ist das Tor. Also, das war die Spendenbox mal dahin. Plopp. Sie sollten an jedem Gehege ein Spendenkästchen aufstellen. Wenn Besucher keine Spendenkästchen finden, müssen sie ihr Geld holen oder überbehalten. Es empfiehlt sich, viele Spendenkästchen aufzustellen, sodass Besucher das Spenden so einfach wie möglich gemacht wird. Klicken Sie auf das Häkchen, um das Fenster zu schließen. Wege. Klicken Sie auf die Registrierkarte Wege, um das Fenster für das Graf von Wegen zu öffnen. Das soll ja noch Wege anlegen. Okay. Sie sehen mehrere unterschiedliche Wege, aus denen Sie auswählen können. Die Besucher legen keinen besonderen hohen Wert auf die Oberfläche der Wege in ihrem Zoo. Wichtig ist aber, dass Wege vorhanden sind. Klicken Sie auf das Häkchen in diesem Fenster, um fortzufahren. Wege werden ähnlich wie Zäune angelegt. Klicken Sie auf den Boden, um die Ecke zu verankern. Ziehen Sie die Maß in die gewünschte Richtung, um eine Voreinsicht der Wegstrecke anzuzeigen. Klicken Sie erneut, um den Weg zu platzieren. Sie sehen, dass der Weg auf der Karte um den rechten Gehegebereich schmaler ist. Ja. Platzieren Sie einen neuen Weg, um den Weg für die Besucher etwas breiter zu machen. Okay, was war man hier? Also es gibt Asphaltwege, Betonwege, Meereswege, Steinwege, Tundrawege, Sandwege, Trampelfahrt und angepflasterten Weg, aber wir sollen erst den Asphalt wegnehmen. Okay. So, dann müssen wir erstmal da hin. Gut, dann fangen wir da an und ziehen hoch. So.